So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Da die Geister da hinten rum, das sehe ich schon. Wir haben heute ein Baguette-Döner-Art für euch gefunden. Das habe ich auf jeden Fall so noch nicht gesehen. So sieht das Ganze hier aus. Baguette-Döner-Art gefunden im Lidl. Wenn es überhaupt Lidl war, wenn nicht, war es Aldi. Ich verwechsel die zwei immer, weil wir gehen immer überall hin und da blickst du gar nicht mehr durch. Baguette nach Dönerart. Baguette gefüllt mit gegrilltem Hähnchenfleisch vom Drehspieß, mit Salat und mit Soße von Orient Tasty. Und guckt euch diesen Dönerspieß an. Guckt euch dieses, eigentlich ist es sozusagen ein Rollo-Döner. Eine Dönerrolle oder wie die meisten von euch sagen, ein Dürüm, ne? Aber Dürüm klingt dümm und deswegen sage ich ein Rollo-Döner, genau. Eigentlich ist es ein Baguette gefüllt. Es ist ja zu, es ist ja nicht gerollt, es ist ja eigentlich ein... Es ist einfach zu. Ich weiß nicht, wie man das jetzt zubereitet. Ich würde es jetzt einfach aufreißen. Verpackung entfernen, Baguette in der Mikrowelle eine Minute bei 600 Watt erhitzen und eine Minute ruhen lassen. Oder im Backofen, wer würde dieses eine Baguette in den Backofen legen? Am besten, wenn man also 10 Stück kauft, dann kann man das ganze Backblech auslegen mit Baguette. Und deswegen sieht das dann, wie sieht das aus, ne? Guck mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie ein kleiner Dönerspieß für die Wohnung. Genial. Und jetzt tut ihr den hier raus. Und dann habt ihr hier also so ein Baguette. Das ist unten zu. Und oben ist es immer mal so eingeschnitten. Sieht aus wie ein Kräuterbaguette, wa? Wir riechen mal dran. Und vom Geruch, das riecht original wirklich, wenn ihr einen Döner euch kauft und lasst ihn 10 Tage liegen und dann ist der kalt und dann holt ihr den aus der Alufolie raus. Genauso riecht das. Also Original-Döner-Geschmack ist da. Wir werden das jetzt kurz mal in der Mikrowelle erhitzen und dann gucken wir gleich mal, wie das schmeckt. Adi, Schatz, alles Gute. Jo. So, es ist also fertig. Es riecht ein bisschen streng. Wir werden das jetzt auch mal in der Mitte durchmachen. Das Muttertier ist nämlich noch da. Und die hat schon das ganze Wochenende drauf gegeiert. Oh, was ist denn das? Können wir das mal probieren? Wollen wir uns das mal teilen oder so? Jetzt habe ich gesagt, das muss ich auch noch testen. Testen muss ich das. Deswegen, die schläft noch. Ich mache das jetzt warm, sodass es dann kalt essen muss. Beziehungsweise eigentlich stehen wir gerade auf. Ich schneide das jetzt mal hier durch. Ja, ich schneide das jetzt hier so in dieser Ritze. Schneide ich das durch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das innen drin aussieht. Mit Salat, mit Dönerfleisch, guckt euch das an. Habt ihr sowas schon gesehen? Ich habe schon viele Döner-Sachen an sich gesehen, aber diese Verpackung sah auf jeden Fall irgendwie interessant aus. Baguette nach Dönerart mit dem Dönerspieß drauf. War was fürs Auge, macht auch gerade noch einen guten Eindruck. Aber wie es schmeckt, ist die nächste Frage. Ich werde mich jetzt hier für diese Dreierrolle entscheiden und der Mama werde ich diese Zweierrolle übrig lassen und dann... Beiß mal rein. Es ist mega heiß. Überall an jeder Ecke. Müssen wir auslüften hier oben. Los, heiße Luft. Entweiche. Au. Und hier vorne schon wieder verbrannt. Was mir jetzt hier aber fehlt, was ich in erster Linie sehe, schön irgendwie so Tzatziki noch. Tzatziki, Aioli, irgendwas. Eine Soße drauf. Also nochmal ein bisschen erfrischend wirkt. Aber egal, wir versuchen einfach mal jetzt... heiß. Ansonsten schmeckt es nach Teig. Wir brauchen mehr mit Fleisch und Salat.
Ganze ist natürlich jetzt nicht knusprig, ne? Es ist halt wirklich weich. Wenn ihr das im Backofen macht, dann wird wahrscheinlich außen das Brot noch ein bisschen kross. Also im Backofen ist irgendwie immer besser als in der Mikrowelle. In der Mikrowelle nur, wenn es ganz schnell gehen muss. Geschmacklich ist es eigentlich in Ordnung. Passt eigentlich. Das Fleisch ist vor allem cool. Das freut mich. Dieses Kraut oder was da drin ist, so ganz dezent, ist auch in Ordnung. Aber mir fehlt trotzdem so eine kleine Frische. So. Also ein bisschen, wenn er so ein Beutel, warum nicht, machen sie bei Burgern ja auch, wenn er so ein kleines Tütchen zur Ziggy noch drin gelegen hätte, sodass, wenn du das fertig hast, du auf das Teil noch dein Tzatziki draufstreust, das dann isst, das wäre, glaube ich, perfekt. So fehlt mir halt gerade irgendwas. Aber ansonsten finde ich das eigentlich recht interessant. Gerade jetzt bei uns, wo der normale Döner schon 5,50 Euro kostet. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, vielleicht 2 Euro. Also wenn ihr für zwischendurch kurz euch einen Döner einwerfen wollt, eine Minute in der Mikrowelle. Und ich habe es 2 Minuten drin gelassen. 2 Minuten Mikrowelle. Kauft euch am besten selbst noch ein bisschen Tzatziki. Tu das raus, schmier das drauf oder Sucreme oder irgendwas. Dann habt ihr trotzdem einen Snack für zwischendurch, der euch ein bisschen Döner-Feeling nach Hause holt. Finde ich also gut. Hätte ich nicht gedacht, hat mich überrascht. Würde ich mir sogar nochmal holen. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Heiß.